Ist hier irgendwas? Ah ja, guck an. Oh, ungut. Ungut. Ja, Lara, könntest du... Wie fällt denn der aus? Okay, ja. Hallo. Ist wieder gut. So. Hat sich erledigt damit. Ja, und diese Geräusche, die fand ich damals ultra unheimlich. So ist es halt eben. Okay. So, dann schauen wir mal. Ein Hebel. Dann macht wahrscheinlich einer dieser Gitter auf. Wäre lustig, wenn er mich jetzt anschließt. Ah ja. Wobei, so lustig wäre das gar nicht. Wäre leicht unlustig. Also ganz ehrlich, ich sage euch eins, ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich zum Beispiel, ich würde niemals... Ah ja, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob man da hinten auftauchen kann und wieder Luft holen kann. Deswegen gehe ich mal kurz raus. Aber ich würde niemals so lange hier rumtauchen wollen. Oh, scheiße. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Ernsthaft? Geht's jetzt einfach hier raus? Oh Gott. Ja, fress mal ein kleines. Es geht schon. So. Super, jetzt haben wir die eine Tür da hinten aufgemacht. Ich weiß nicht, geht's da hinten jetzt eigentlich noch weiter? Also unter Wasser mal nicht. Aber ja, wie gesagt, ich würde niemals im echten Leben so lange tauchen wollen. Weil da hätte ich zu viel Schiss, dass ich da unten irgendwie keine Luft mehr bekomme. Und dann ist ja vorbei, ne? Ah ne, okay, das geht gar nicht. Das ist praktisch einfach... Ja, hier ist Ende. Ja gut, dann laden wir gleich, damit wir gleich schon mal vorne sind. Und dann gucken wir mal... Da müssen wir eigentlich wieder zurück, ne? So. Einen Moment. Ah, jetzt. Okay. Ah, Harpune soll ich vielleicht nicht rausnehmen. Das ist leicht ungut. Vor allem bei Leuten, die mit dem Flammenwerfer vorbeikommen. Da könnte das durchaus für Probleme sorgen. Mich beschleicht das Gefühl, als würden wir gleich Besuch bekommen. Das sind immer so offensichtliche Stellen, wo ich sag... Ja. Wieso war das jetzt offensichtlich? Das ist so ein großer Raum, da muss was passieren. Ah. Okay. Kommt da noch mehr? Oh ja, da kommt noch mehr. Das ist wiederum schlecht. Ich hoffe, bei dem bleibt es dann. Ich glaube schon. Zumindest höre ich nichts mehr. Na komm, nimm. Nimm! Tu es! Mach es! Ich wundere, dass kein Flammenwerfer reinkommt. Ah, der hat... Munition und der Helikopter fliegt weg ohne Soundeffekte. Okay. Ah ja. Ein Schalter und ein Hebel. Ist es jetzt so ein Rätsel, was geht oder was? Und das andere ist ein Scam? Okay, das geht schon mal nicht. Das geht. Ist da was? Nö. Ah, doch. Moment, da ist was. Ah, das ist ja gemein. Aha. Die M16. Na super. Aber das war wohl ein kleines bisschen zu langsam, oder? Okay, die ist da
versteckt. Im Eck. Versteckt im Eck. So, das wird wahrscheinlich wieder nicht gehen. Da werde ich wieder magisch. Ja. Okay. Hat es was damit zu tun gehabt, dass ich den einen Schalter gedrückt habe? Oder wie schaut es damit eigentlich aus? Ich weiß nicht, ob ich das zum Schluss holen soll. Kann ich das zum Schluss vor allem nochmal holen? Oder wie ist das hier? Jetzt ist aus. Geht das Ding auf? Nee. Oh, geschafft! Man kann da einfach drüber springen. Ich dachte das eigentlich gar nicht. Ah ja, es geht. Es geht ja richtig easy. Mal nochmal kurz speichern. Aber eventuell schaffen wir das auch einfach so. Das wäre natürlich optimal. So, und wozu ist jetzt der dann da? Ach, das für das Hintere. Hä? Okay. Checke ich jetzt nicht so ganz. Aber gut, wir haben die M16. Und das Ding ist super, wenn es darum geht, dass man sich nicht bewegen muss, glaube ich. Ich glaube, die ist genauso blöd wie die MP5 in Tomb Raider 3. Tatsächlich. Dass man da wieder, ja, beim Springen, ich glaube, da hört sie dann auf zu schießen. Das können wir eigentlich mal ausprobieren, oder? Ich meine, jetzt haben wir ja mal kurz Zeit. Ja, okay, Taste 6 war das. Das Ding ist einfach mal größer als Lara selbst, aber... Ja, okay. Aber man kann, glaube ich... Okay, rennen und schießen geht. Das heißt, das muss man uns schon mal merken. Aber stehen bleiben ist halt dann da sehr sinnvoll bei der Waffe. Sehr schön. Okay, M16. Jetzt haben wir auch noch dieses... Wie heißt es? Circuit Board wahrscheinlich wieder? Nee, Machine Chip. Okay. Dann können wir wahrscheinlich das Ding da rüberfahren lassen. So, springen wir mal ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht. Also ich komme eigentlich ganz gut voran in Tomb Raider 2, oder? Würde ich mal meinen. Weil bisher so große Herausforderungen haben wir ja noch nicht gehabt. Habe ich einmal nachgeschaut? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe selber alles rausgefunden bisher. Ich glaube, das war so. Ah ja, da ist einer. Da. Oh! Okay. Das war schlecht. Das heißt, ich muss den einen erst ausschalten. Ah. Nee. Oh Gott! Boah, das war knapp. Wieder rumgrölt. Okay, damit habe ich jetzt eigentlich nicht mehr gerechnet. Hat der was für uns? Vielleicht mal einen Granatwerfer oder so? Nö. Hat mal wieder nichts fallen lassen. Mann. Wieso läuft man hier mit dem Flammenwerfer rum? Ich meine, man geht doch nicht davon aus, dass in so einer Base jetzt auf einmal jemand kommt oder einbricht, wie Lara. Ist doch irgendwie komisch. Also ich laufe dann zum Beispiel nicht mit dem Flammenwerfer rum. Man mag es sich kaum vorstellen. Aber doch, das ist tatsächlich so. Oh, kennt ihr das? Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber ist damals in der Schule, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ja. Aber damals in der Schule, oh, guck mal an, da ist jemand. Dem möchte abgeholt werden. Damals in der Schule war das so, dass... Och nö. Okay. Das ist jetzt blöd. Und zwar sonderlich blöd. Er soll mal herkommen. Ich werde beschossen. Na gut, lassen wir den mal rauskommen, oder? Oder ihn. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ah, zwei. Oh. Oder? Nee, einer. Einer oder zwei? Kannst du gerade nicht erkennen.
Lalalalalalala, kommt mal her, kommt doch mal her, kommt doch mal her, kommt doch mal her. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, Kollegen, jetzt möge es euch nicht gut ergehen. Oder vielleicht auch doch, je nachdem, ob Lara jetzt zielen kann oder nicht. Hä? Leute? Das kann jetzt hier euer Ernst sein. Wo sind die denn jetzt hin? Bin ich jetzt blöd? Sind die jetzt abgehauen? Ah! Jetzt wäre ich fast reingefallen. Na, jetzt aber. So. Haben wir mal die lästigen Biester beseitigt. Genau, was ich sagen wollte. Damals in der Schule. Und da muss ich mich mal rausnehmen, weil ich war nie so ein Typ, der so etwas gefährlich, also in dem Sinn Gefährliches gemacht hat. Aber damals in der Schule haben wir in der Klasse, also mit wir meine ich, ich habe zugeschaut und fand es irgendwie komisch, haben die Leute einen, in Anführungszeichen, Flammenwerfer gebaut mit Deo und Feuerzeug. Und das ist jetzt absolut kein Tipp für jemanden, das zu Hause nachzuprobieren, und ich rate jedem davon ab, das zu tun. Denn ich fand das schon damals saugefährlich, weil wenn das Ding mal, ich meine, das Ding kann halt auch mal hochgehen, ne? Und dann ist halt echt vorbei. Dann ist halt wirklich Game Over. Und da waren halt manche, waren halt ein wenig so verrückt und haben halt gemeint, die müssen halt jetzt mal einen Flammenwerfer probieren zu bauen. Und da haben sie halt ein bisschen so in der Klasse rumgesprüht, während der Lehrer weg war. Und ich habe mich da immer ein bisschen zurückgehalten, vor allem auch ein bisschen zurückgesetzt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich traue jetzt den Leuten nicht so zu, dass die das alles unter Kontrolle haben. Ja. Aber gut. War schon auch irgendwie lustig. Also so ist es ja nicht. Aber dennoch, ich hätte mich das nicht getraut. Ich würde es mich auch jetzt nicht trauen. Nicht mal, wenn ich im Freien wäre. Und ich finde sowas viel zu gefährlich. Und da ich mich mit sowas nicht auskenne, wie man, also es gibt da sicherlich Leute, die können das, keine Ahnung, jetzt wollte ich sagen, die machen das beruflich. Nee, ich denke, einen ausgebildeten Flammenwerfer-Experten wird es wohl nicht geben, aber es wird wahrscheinlich irgendwie einen Berufszweig geben, der mit sowas ein bisschen öfter Kontakt hat als, also jetzt nicht mit dem Deo und mit dem Feuerzeug, aber es wird wohl irgendwie eine Berufssparte geben, wo man mit Feuer ein bisschen öfter zu tun hat, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Feuerwehr. Die wird sowas wahrscheinlich auch können oder wissen, wie man so etwas sicher macht, aber ich persönlich, für mich ist es echt nichts. Also ich halte mich da immer ein bisschen zurück. Oder damals. Ja, ich höre jemanden. Hä? Den habe ich eigentlich gar nicht gehört. Hä? Da läuft aber jemand ziemlich laut. Wie komme ich jetzt eigentlich da hin? Da komme ich gar nicht hin. Warum komme ich da nicht hin? Ist da echt schon vorbei? Also wie gesagt, nochmal Sicherheitshinweis. Nicht, dass mir irgendwas nach... Die sind aber ziemlich laut. Ja gut, also wie gesagt, Sicherheitshinweis. Nicht, dass mir hier nochmal jemand irgendwie was nachreden möchte. Macht das nicht. Macht das nicht. Ja, nicht, dass ihr meint, okay, ich habe euch jetzt einen guten Tipp gegeben, aber ich denke mal, so unbekannt ist das eh nicht. Und ja, aber deswegen lasst es echt, weil wenn ihr das nicht unter Kontrolle habt, dann könnt ihr euch im schlimmsten Fall tödlich verletzen. Und das wollen wir doch alle nicht, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, also ich meine, diese ganze Thematik, ja, mit diesem Deo und Feuerzeug. Ich frage mich immer so, wie man auf sowas kommt. Also ich persönlich, ich wäre darauf nicht gekommen, ganz ehrlich. Das haben die irgendwo aufgeschnappt und dann ausprobiert im Klassenzimmer. Oh! Da hätte ja eigentlich sonst was passieren können. So wie jetzt zum Beispiel, dass Lara aufs Maul bekommt. Ah! Jetzt stirbt doch endlich! Gottes Willen. So, jetzt müssen wir mal wieder ein kleines Medipack inhalieren. Naja, es gibt, muss es aber Leute geben, die ein bisschen verrückter waren, aber ja, die waren ein bisschen
zu selbstsicher, was solche Sachen angeht, aber zum Glück ist bisher immer alles gut gegangen, deswegen, ja. Aber ich bin ja schon, naja, etwas, in Anführungszeichen, länger aus der Schule draußen. Etwas. Deswegen, schon eine ziemlich lange Zeit her. Ah ja, okay, das hat sich jetzt vorbewegt. So. Ja. Na super. Jetzt mal was anderes. Ich glaube nicht, dass ich die... dass ich den Schaltkreis für da hinten habe, oder? Mal so gesehen. Weil ich habe ja... Lara! Ich habe ja bloß den einen gefunden und habe den eingesetzt, ne? Hm. Ich habe das Gefühl, uns fehlt noch was. Tatsächlich. Wo auch immer das sein soll. Wieso speichere ich jetzt eigentlich? Nee, komm. Ich brauch jetzt nicht speichern. Okay. Also das schaut tödlich aus. Können wir mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass Lara da spontan sagt, ja okay. Ich lange jetzt so von der Seite rein und dann wird alles gut. Hm. Das hat sich nicht so gesund angehört und meinem Leben zu urteilen auch nicht. Okay, also das geht schon mal nicht, deswegen brauchen wir hier... Okay. Dann halt nicht, Lara. Dann machen wir das halt eben nicht so. Wenn du das so möchtest, dann machen wir das nicht so. Es wäre jetzt ein Wunder, wenn die Schaltplatte oder der Schaltkreis da direkt liegt, aber tut er nicht. Oh. Kann man das Ding jetzt einfach ausschalten? Das wäre ja jetzt famos, wenn das gehen würde. Hä? Ist da jetzt ein... Ist da jetzt der... Der war aber vorhin nicht da, der war ja vorhin der Heli. Okay, dann geht's wahrscheinlich wieder zurück, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ach so, nee, Quatsch, brauche ich ja gar nicht. Das reicht ja, wenn ich da einfach hingehe. Und so wie man sich das denken kann, werden wir wahrscheinlich gleich Besuch bekommen. Schätze ich mal. Denn ich bilde mir ein, ich habe in der... Oh ja. Ich habe eben ein paar Schritte gehört, deswegen... Zumindest als die Kamera kurz da oben war. Da ist noch einer. Wo bist du? Ich glaube, ein Flammenwerferkerl ist es nicht. Oh! Hundi? Ah, da ist einer. Ah. Noch einer. Moment, Auge kratzen? Oh, Hund! Ah! Aufhören mit dem Augenkratzen. Okay, die Typen, die loot ich gleich. Ist da hinten einer? Ist er in der Tür? Die Stimme des Atmen ist jedenfalls sehr, sehr nahe. Ich laufe immer mal ein bisschen näher an den Türen vorbei. Oh. Ich dachte, ich habe einen Laufen hören. Na, wo bist du denn? Hm. Okay, er möchte sich nicht entblößen. Was vielleicht auch ganz gut ist. Aha. Dann nehmen wir erstmal das Zeug mit. Aha. So. Gut, jetzt... Speichere ich mal wieder, weil ich nicht weiß, ob jetzt wieder mal so ein Flammenwerferkerl um die Ecke geschneit kommt. Und? Okay, dann scheint der Kerl wirklich unten zu sein.
Ja, gut, dann. Oh, da ist. Ach du Scheiße, da ist ja einiges offen jetzt. Ah, ist er da unten? Der atmet aber. Der muss hier sein. Aber naja, wisst ihr was? Wir werden beim nächsten Mal rausfinden, wo er ist. Deswegen danke fürs Einschalten. Und dann hören wir uns wieder zum nächsten Mal. Ciao.